What up, mein Name ist Flash und in diesem Video werde ich dir richtig seltene Sachen in Minecraft zeigen. Ich meine damit Sachen, die eine Chance von 1 zu 150 Milliarden haben oder eine Chance von 1 zu 1 Billion sogar. Also richtig krasse Sachen, Leute. Doch bevor ich dazu komme, lass auf jeden Fall gerne ein Abo da. Für dich ist das nur ein Klick. Für mich eine sehr große Unterstützung und eine riesige Motivation für die Zukunft. Und vor allen Dingen lasst mal ein Like da, falls ich dazu einen zweiten Teil machen soll, denn es gibt noch so viele seltene Sachen, die in dieses Video einfach nicht reinpassen. Und vor allen Dingen schreib mir mal in die Kommentare, was war das seltenste, was du schon mal in deiner Minecraft-Welt erlebt hast. Würde mich mega interessieren. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an. Minecraft ist wirklich ein Spiel, es beruht komplett nur auf Wahrscheinlichkeiten. Jeder einzelne Block beruht auf einer Wahrscheinlichkeit, Struktur, auch Tiere, Biome, einfach alles ist komplett durcheinander gemixt und beruht einfach nur auf einer festgelegten Wahrscheinlichkeit. Sogar diese Enderman da unten. Ich starte mal direkt mit einer Sache, die ich wirklich in meinem Leben noch nicht einmal gehört habe und ich habe recherchiert und es gibt es wirklich. Minecraft hat einige Easter Eggs in ihr Spiel reingebaut. Wie zum Beispiel, dass man irgendwelche Tiere nach irgendwelchen Namen benennen kann, wie zum Beispiel unterstrich Jeb und ein Schaf wird auf einmal regenbogenfarbig oder Dinnerbone und die Tiere drehen sich um. All sowas einfach. Es gibt einige Easter Eggs in Minecraft, aber eine Sache, die wirklich sehr, sehr selten ist, ist tatsächlich gar nicht im Spiel selber, sondern im ganz normalen Hauptbildschirm. Also ihr wisst schon, das was eben passiert, wenn ich meine Welt leave und hier in diesem Screen bin. Und ich werde euch jetzt mal ein Video einblenden. Es gibt eine Chance von 1 zu 10.000, dass hier nicht Minecraft steht, sondern Minecraft. Ja, einfach Minecraft. Und das ist nicht irgendwie ein Programmierfehler, sondern wirklich eine mathematisch belegte Wahrscheinlichkeit, dass dieses Easter Egg vorkommt. Es ist wirklich übelst krass und übelst nice. Und ich wette mit euch, wenn es einer von euch schon mal gehabt hat, dann ist es ihm gar nicht aufgefallen, weil wie lange hängt man dann bitte im Hauptbildschirm, okay? Aber falls du es mitbekommen haben solltest, dann schreib mir das mal rein. Das würde mich mega interessieren, ob das vielleicht einer von euch schon mal hatte. Ich persönlich hatte es nicht, beziehungsweise wenn ich es hatte, dann ist es mir einfach abhanden gekommen und ich habe es gar nicht mitgekriegt. Aber bevor ich jetzt zu den ganz krassen Sachen komme, Leute. Oh, hier ist sogar ein Dschungeltempel. Auch dafür gibt es eine Wahrscheinlichkeit. Also wie gesagt, bevor ich zu den richtig krassen Sachen komme, fange ich jetzt erstmal mit etwas an, was bestimmt einige von euch schon mal hatten. Denn ja, Leute, es gibt tatsächlich auch eine Wahrscheinlichkeit, dass ganz normale Tiere hier spawnen, wie zum Beispiel das ganz normale Schaf. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier in diesem Chunk befindet, wenn es spawnt, liegt bei so ungefähr 20%. Doch darauf will ich gar nicht hinaus. Leute, die etwas länger schon Minecraft spielen, haben bestimmt auch schon mal sowas gesehen. Ein pinkes Schaf. Ich denke mal, sollte bekannt sein unter euch. Vor allen Dingen die Leute, die von euch BastiGHG schauen. Dieses Schaf ist schon etwas seltener, vor allen Dingen für einen ganz normalen Mob ohne Kombination. Und zwar liegt die Wahrscheinlichkeit für dieses Schaf bei 1 zu 640. Also schon selten, würde ich sagen. Und ich habe es tatsächlich schon mehrmals gehabt. Und jedes Mal, wenn ich es gesehen habe, habe ich mich irgendwie gefreut. Aber mal so richtig was können tut es halt auch nicht. Aber man freut sich vielleicht. Und vielleicht nimmt es auch der ein oder andere auch mal mit auf sein Haus. Schreibt mir mal in die Kommentare, hattet ihr das schon mal? Wenn nicht, dann solltet ihr definitiv mehr Minecraft spielen. Doch wenn einige von euch schon mal BastiGHGs Suche nach einem babypinken Schaf betrachtet habt, dann habt ihr ja gesehen, dass es nicht ganz so einfach ist. Ich meine, Tage und Tage von Spielzeit investiert und einfach dieses Schaf nicht gefunden. Also genau das kleine süße Baby hier. Und kein Wunder, denn die Wahrscheinlichkeit für dieses kleine Wesen hier, dass es hier spawnt, liegt bei 1 zu 12.000. Warte, ich hol kurz den Taschenrechner raus. 1 durch 12.000 mal 100. Das bedeutet genau 0,008%. Ja, ich denke mal, das macht das nochmal ein bisschen anschaulicher, wie wirklich unrealistisch das ist. Also Basti, ich wünsche dir noch eine Menge Glück dabei. Kommen wir jetzt zu den krassen Sachen. Ich habe eine Mob-Kombination für euch vorbereitet. Es gibt wirklich viele Mob-Kombinationen, die ultra selten sind, gerade wenn es darum geht bei Zombies, denn Zombies können eben Rüstung anziehen und dort gibt es auch nochmal eine Wahrscheinlichkeit, wie die verzaubert sind, ob die droppen und da gibt es ganz, ganz wilde Kombinationen mit unendlich vielen Varianten, wie das Ganze ausgehen könnte. Aber eine Sache, die richtig, richtig selten ist, werde ich euch jetzt einblenden. Denn ihr seht hier gerade einen Zombie mit verzauberter Kettenrüstung, einen Kürbiskopf, der leuchtet und mit einer Schaufel. Was vielleicht bei euch im ersten Moment als sehr unspektakulär aussieht und harmlos, ist allerdings ein richtig, richtig krasses Phänomen, denn die Wahrscheinlichkeit dafür liegt ungelogen bei 1 zu 149 Milliarden. Ich glaube, viele von euch halten mich jetzt für einen Lügner, aber es ist halt wirklich so. Also die Chance, dass ein Zombie zum Beispiel eine Schaufel in der Hand behält, ist zum Beispiel bei 0,05%. Und die Chance, dass zum Beispiel ein Zombie einen Kürbis auf hat, ist auch bei 0,02%. Und dennoch mit Vollkettenrüstung und Enchanted
das alles muss man ja zusammen multiplizieren, also mal rechnen, und dementsprechend kommt da auch so ein krasser Wert raus. Und ich denke, jeder von euch hat schon mal versucht, Minecraft durchzuspielen. Und alles, was man dafür braucht, ist halt Enderaugen und dieses Portal. Doch ich denke mal, jeder von euch weiß, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass zum Beispiel einfach random Enderaugen drinsteckt. Das, was wir hier sehen, also 0 Augen, ist tatsächlich das zweitwahrscheinlichste, was man haben kann. Aber damit befassen wir uns jetzt nicht. Die Chance, dass ein Enderauge pro Enderport-Frame hier drin steckt, liegt bei 10%. Das heißt, es wird immer und immer und immer unwahrscheinlicher, dass wirklich mehrere Augen drinstecken. Das krasseste, was ich persönlich mal hatte, waren 2. Doch wie zum Beispiel hier gibt es auch eine Wahrscheinlichkeit, dass alle Enderaugen drinstecken. Also alle 12. Die Rechnung, die man dafür machen muss, ist 10 hoch 12. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass hier alle Augen von Anfang an, ohne dass man ein Enderauge hinzufügt, drinstecken, liegt bei 1 zu 1 Billion. Ja, eine Billion. Es klingt zwar richtig krass gefaked und unrealistisch, aber das ist halt wirklich die Wahrheit. So funktioniert halt Mathematik. Und ich denke, ich habe noch nie jemanden gesehen, der wirklich das hatte, ohne es gefaked zu haben. Kommen wir mal zu einem Biom. Aber ich muss leider die Leute enttäuschen, die vielleicht auf der 1.18 spielen, so wie ich gerade in dieser Version. Denn dieses Biom wurde mit der 1.18 entfernt. Ihr wisst ja, in der 1.18 gab es einige neue Biome, allerdings auch einige, die wieder entfernt worden sind. Und darunter auch das Modified Jungle Edge. Ich denke mal, einige von euch haben das schon mal gehört. Und zwar ist es bis zur 1.17 das seltenste Biom, was man in Minecraft finden kann. Irgendwie ein bisschen unspektakulär, oder? Ich hätte mal Bock, dass Minecraft irgendwie ein komplett anderes Biom macht. Keine Ahnung, mit blauen Blöcken oder irgendwie was richtig alien-mäßig aussieht. Und das dann einfach richtig, richtig selten macht. Weil dann hätte man immer noch einen Grund, überall mal in seiner Minecraft-Welt zu suchen. Oder was meint ihr, Leute? Ich werde euch jetzt mal einblenden, wie das Ganze aussieht. Und man wird vielleicht wahrscheinlich das ganze Biom gar nicht erkennen, wenn man da ist und nicht gerade F3 drückt, um zu gucken, wo man sich gerade in welchem Biom befindet. Denn es sieht einfach nur ein bisschen hügelig aus und da stehen halt vereinzelte Dschungelbäume. Es ist praktisch einfach nur wie so ein kleines Hügelbiom und dort sind dann praktisch einfach ein paar ganz normale Eichenbäume zu Dschungelbäumen geworden. Und es befinden sich der ein oder andere Strauch voll mit Dschungelblättern halt auf diesem Biom. Aber das war's eigentlich schon. Die Wahrscheinlichkeit allerdings, dieses Biom zu finden, liegt bei 1 zu 370.000. Also krasses Biom. Ob es krass aussieht, ich denke eher weniger. Ich denke mal, der ein oder andere hat dieses Wesen schon mal gesehen. Ein Fuchs, ein wirklich sehr süßes Tier, wie ich finde. In Real Life als auch in Minecraft sehr fix unterwegs und vor allen Dingen auch sehr dieberisch, denn der Fuchs kann immer ein Item tragen. Und zwar genau im Mund, wie ihr sehen könnt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fuchs spawnt in seinem Biom, liegt zum Beispiel bei 20% und dass er etwas trägt, bei 5% nochmal. Der Fuchs allerdings kann auch spawnen und zwar mit einem Emerald im Mund. Und das auf naturelle Art und Weise. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist gar nicht mal so klein. Und zwar 1 zu 100. Also halt bei 1%. Also 1% davon, wenn schon mal ein Fuchs spawnt. Ansonsten wären es 0,2%. Das könnte vielleicht der ein oder andere... Also stirbst du gerade oder schläfst du? Okay, er schläft. Ich denke mal, das könnte der ein oder andere von euch schon mal erlebt haben. Ich würde sagen, wir gehen von etwas halbwegs Normalen direkt zu etwas komplett Krassen. Ich denke mal, ein Skelettpferd hat der ein oder andere von euch schon mal gesehen. So sieht das Ganze aus. Ich denke mal, das sollte schon mal der ein oder andere gesehen haben. Und das ist wirklich mein biggest Flex, weil das ist mir schon mal passiert, was ich euch jetzt sagen werde und zeigen werde. Ich werde es euch mal einblenden, dass das einem Streamer zum Beispiel passiert. Und zwar kann es eben passieren, dass wenn jetzt auf dieses Pferd ein Blitz schlägt, gibt es eine Skeleton Trap. Also dann kommen 4 Skelette auf Pferde mit enchanteten Helm und jagen dich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert und du da bist, liegt bei 1 zu 13.333.333. Ihr denkt, ich spaße? Nein. Es ist wirklich super unrealistisch und ich habe es tatsächlich schon mal gehabt. Aber wie kommt diese Rechnung zustande? Es liegt einfach daran, dass es erstmal die Wahrscheinlichkeit geben muss, dass es ein Gewitter gibt. Dann muss es eine Wahrscheinlichkeit geben, dass ein Blitz kommt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Blitz genau diesen Block trifft, ist eben sehr gering, dadurch, dass ein Gewitter und ein Blitz in einem Umkreis von 16.000 Blöcken einschlagen kann. Beziehungsweise 4.000 mal 4.000 Blöcke. Also 16.000 Quadratblöcke, sag ich mal so. Und dass genau von diesen 16.000 Blöcken genau der getroffen wird, der ist mit dem Pferd drauf, ist halt sehr gering. Weiter geht's und dafür müssen wir erstmal in den Nether gehen.
Denn wenn wir jetzt einfach mal nach einer Festung suchen, na guck mal, was ich hier gefunden habe, dann gibt es in dieser halt auch Kisten. Ich denke mal, das solltet ihr alle schon mal mitbekommen haben. Man kann dann einfach random hier durchlaufen, wenn man nicht direkt getötet wird. Und wenn man sich hier ein bisschen durchschlängelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man halt irgendwo an irgendeiner Ecke mal eine Kiste findet. Oh, hier ist zum Beispiel jetzt eine. Und dort können halt die verschiedensten Sachen drin sein, wie zum Beispiel ein Sattel, Pferderüstung und auch zum Beispiel Diamanten. Warte mal, habe ich eben Pferderüstung gesagt? Ganz genau, denn es gibt eine richtig kranke Wahrscheinlichkeit. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Kiste öffnen in diesem Nether Fortress und wir das vorfinden, also jede einzelne Pferderüstung, die es gibt, in einer Kiste, die Wahrscheinlichkeit liegt eben bei 1 zu 1.940.000. Wer macht sich die Mühe und rechnet das aus? Also, was richtig krank ist und ich glaube, selbst wenn man es hat, fällt einem das nicht wirklich auf. Weil, keine Ahnung, Pferderüstungen sind jetzt nicht so mein größtes Bestrebnis. Ach übrigens, so ungefähr sah Jungle Edge vorher aus. Bloß, dass es jetzt Sparse Jungle ist und nicht mehr so selten. Aber so ungefähr sah das aus. Wir sind tatsächlich auch schon im passenden Biom hier. Denn ein paar Versionen vorher kamen diese schönen Tiere dazu. Und zwar die Pandas. Ich liebe Pandas, Leute. Ich liebe, liebe, liebe Pandas einfach. Ich meine, guckt euch mal den Süßen an. Guckt ihn euch an. Ich meine, wie süß sind die bitte? Sie können verschiedene Gesichter haben. Ich denke mal, das habt ihr schon mitgekriegt. Wütende, traurige, liebevolle, was auch immer. Oh, sie haben ein Baby gemacht. Kann ich ihn großfüttern? Nee. Jedenfalls gibt es auch unter ihnen eine seltene Variante. Denn wenn wir jetzt mal ganz, ganz viele einfach hier lang placen, dann werden wir ihn vielleicht gleich bekommen. Ah, sieht gerade nicht so gut aus, aber wir werden ihn gleich kriegen. Ich sag's euch. Irgendwie kriege ich ihn nicht. Oh, da ist er. Hat ja bloß unglaublich lange gedauert. Und zwar ist das der seltenste Panda, den man bekommen kann. Ihr seht, er ist braun und ich weiß noch nicht genau, wie er heißt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hier bei 2%, wenn man sie züchtet. Also wenn man sie züchtet, liegt die Chance bei 2%, dass man diesen Panda rauskriegt. Ist auch ein guter Flex, wenn ihr den zu Hause habt. Also, muss sagen, wusste ich gar nicht vorher und habe ich tatsächlich selber auch noch nicht gesehen, obwohl es eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich ist. Aber es liegt einfach daran, dass ich meistens bei mir auf meiner Pilzinsel bleibe, wisst ihr selber. Und ich sage euch ehrlich, das waren alle Sachen, die ich für dieses Video vorbereitet habe. Es gibt noch so viele Sachen mehr, aber dafür lasst ein Like da. Denn bei 500 Likes werde ich ein Teil 2 machen. Abonniert den Kanal eben, um diesen Teil 2 nicht zu verpassen und vor allen Dingen auch zukünftige coole Videos nicht zu verpassen. Für dich nur ein Klick, für mich eine sehr große Unterstützung. Schreib mir in die Kommentare, welches von den Sachen hattest du schon mal in deiner Minecraft-Welt, würde mich mega interessieren. Mein Name ist Flash und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag.